haben Bad Milo und die Mole People gemeinsam. In beiden Filmen geht's um Monster aus der Tiefe. Das war widerlich. Dafür hat in den Klauen der Tiefe eines, was Bad Milo nicht hatte. Eine Introsequenz, in der wir von Dr. H.P. Baxter begrüßt werden. Der erklärt uns, was die Menschen in der letzten Zeit alles über die Erde herausgefunden haben. Als ich noch jung war, dachten viele zum Beispiel, sie wäre eine Scheibe. Und wirft dann die Frage auf, was sich eigentlich im Inneren der Erde befindet. Wenn man den Globus anschaut, der neben ihm steht, würde ich sagen, eine Flasche Jack Daniels und zwei Gläser. Egal, ich frage mich eigentlich, warum beginnt nicht jeder Film mit einem Vortrag von einem großohrigen Oberlehrer mit meiner Faschingsglatze, der... Ich weiß es nicht. ...sogar ein Flipchart mit Bildern mitgebracht hat. Bilder, übrigens sogar solche in bewegter Form, kann man heutzutage auch schon auf eine Scheibe packen. Wie spannend das doch ist. Und nach einigen, eigentlich durchaus interessanten Theorien, weist er dann noch einmal extra darauf hin, dass der Film, der wir uns jetzt eigentlich schon anschauen, der nur noch nicht begonnen hat, weil Dr. Baxter nicht die Fresse hält, reine Fiktion ist. Echt? Wirklich? Saß den Amerikanern dieser Schock von dem Krieg der Welten Hörspiel auch nach 20 Jahren noch so tief in den Knochen, dass man bei einem Film, wo es um Maulwurfsmenschen, die im Inneren der Erde wohnen, dringend darauf hinweisen musste, Achtung, das haben wir erfunden, das ist nicht echt. Hatten die irgendwie Angst, dass Leute in ihren Garten stürmen und den Brunnen zuzementieren oder in der Sandkiste am Spielplatz zu graben beginnen, in der Hoffnung, irgendwas zutage zu fördern? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, das waren echt herrlich investierte erste 4,5 Minuten des Films. Danach muss ich zugeben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich Credits sehe, die von unten nach oben scrollen, habe ich das Gefühl, puh, das war ein kurzer Film. Gut, tschüss, bis morgen. Keine Ahnung, aber dabei handelt es sich natürlich nur um die Anfangscredits des Films und wir schalten dann zurück ans Set von Die Mumie zu Ausgrabungen in Asien. Dort gibt es nämlich eine große Sensation. Es wird eine Steintafel mit irgendeiner hieroglyphenartigen Inschrift gefunden. Ganz besonders cool finde ich den Typen, der daneben sitzt. Wir müssen uns vorstellen, als die Steinwand, da liegt diese Steintafel eigentlich drinnen, dass man sie sich nur rausnehmen muss. Und der Typ sitzt daneben, futtert einen Apfel und denkt sich, nope, nein, ich lasse mir meine Mittagspause nicht von der Entdeckung irgendeiner neuen Zivilisation verderben. Nein, nein, ich schaue nicht einmal hin. Interessiert mich nicht. Egal, nachdem die Tafel dann überraschend leicht freigelegt wurde, wird sie natürlich sofort weiter untersucht und einer sagt, es ist das älteste Zeugnis der Menschheit. Was steht da? Langlebige Zivilisationen mit Begründen nicht genügend. Was auch immer das heißen soll, das Vorlesen von dieser Steintafel ist übrigens ähnlich clever wie das Abspielen von Kassetten in einem entlegenen Waldhaus. Es kommt sofort zu einem Erdbeben. Übrigens, wir müssen unserem Wissenschaftler an der Stelle wirklich gratulieren, dass er vom antiken Sumerischen ins heutige Englisch nahtlos und fließend übersetzen kann. Das ist natürlich eine Gabe, die hat niemand. Egal, nach dem Fund der wohl hässlichsten Öllampe aller Zeiten, ganz ehrlich, dieses Teil funktioniert nicht einmal. Da gibt es irgendwo eine Öffnung, wo, keine Ahnung, man Öl reingeben kann und man das Ding anzünden kann. Naja, nachdem haben sie jetzt ihr neues Ziel, der 6000 Meter hohe Gipfel von einem Berg. Dank ihrer Führer, Stock und Footage kommt die Gruppe allerdings relativ schnell quasi in ihr erstes Basislager und am nächsten Tag geht die Reise weiter. Dagegen wirkt der Herr der Ringe irgendwie wie ein Grundschulprojekt. In der Höhle kann ich mir viel vorstellen. Das Einzige, was ich mir dort eigentlich nicht vorstellen kann, ist irgendwie ein Arm aus Franks Gruselwerkstatt. Aber wie immer, wenn eine größere Gruppe unterwegs ist, einer stürzt plötzlich ab, die anderen müssen ihm helfen. Quasi Bear Grylls Neuinterpretation von The Hangover. Die Gruppe seilt sich in diesem Loch ab, wo der eine Typ reingefallen ist und ganz ehrlich, sich das Seil um den Hals zu legen, ist keine clevere Idee. Das dürfte ihm wahrscheinlich dann auch irgendein Continuity Guy mitgeteilt haben, sodass in der nächsten Einstellung er das Seil komischerweise nicht mehr um den Hals hängen kann. Sonst könnte man bald natürlich den Film neu interpretieren. Ein Wissenschaftler hängt am Seil. Wurscht! Einer meint plötzlich, wir müssen mindestens schon 60 Meter tief sein. Ich will euch irgendwie die Stimmung am Tag nicht verderben, aber wenn der Typ 60 Meter tief gefallen ist, dann ist es eigentlich komplett
wurscht, ihm dann nachzuklettern, weil 60 Meter tief fallen heißt, das Einzige, was ihr vielleicht noch machen könnt, ist solch ein Barbecue aufmachen, wenn ihr Hunger habt. Keine Ahnung. Nachklettern auf jeden Fall ist nicht mehr wahnsinnig zielführend. Die Gruppe kommt dann trotzdem relativ schnell am Boden an. Der Weg nach oben wird natürlich sofort von Insert Plot Device Here versperrt. Sie gehen durch irgendwelche Gänge, kommen dann plötzlich bei irgendeinem hell beleuchteten Raum mit irgendeiner unterirdischen Stadt an. Und einer spricht dann das großartige Zitat: Es muss irgendeine logische, wissenschaftliche Erklärung für all das geben. Danke! Ganz ehrlich, kann ich mir ein T-Shirt drucken lassen mit dem Spruch? Ich hätte das so gern. Diesen Spruch auf einem T-Shirt und damit setze ich mich dann in die nächste Pressekonferenz von Paul W.S. Anderson. Das wird herrlich. Außerdem sind die Leute irgendwie, muss man zugeben, die entspanntesten Wissenschaftler aller Zeiten. Schau, wir haben gerade unter der Erde eine riesige Stadt entdeckt. Aber jetzt bin ich müde. Wir könnten uns vielleicht ein kleines bisschen auf den harten Steinboden legen, hoffen, dass vielleicht die U4000 nicht irgendwo in der Nähe ist, machen ein kleines Nickerchen und kümmern uns um die großartige wissenschaftliche Entdeckung, die uns wahrscheinlich 5 Nobelpreise einbringt, dann irgendwann morgen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Muss ich zugeben, ist die Szene relativ cool gemacht, wie hinter ihnen dann ein Maulwurfsmensch auftaucht, sie überfällt und sie dann quasi entführt. Sie wachen dann wieder auf mit Kratzspuren auf der Brust, irgendwie 4 Kratzer von einer gewaltigen Hand. Sieht so aus, als wären sie von Freddy Krueger entführt worden, außer dann natürlich in der nächsten Aufnahme, wo es plötzlich nur mehr weniger Kratzer sind. Könnte das sein, dass das derselbe Continuity-Typ war, der vorher gesagt hat, ja genau, sein um den Hals ist eine Spitzensache? In der Höhle finden sie dann übrigens auch die Skelette von irgendwelchen Urmenschen, scheinbar frisch geflohen vom Set von Prometheus, die mit Metallstücken direkt an die Steinwand genagelt wurden. Haben sie das bei Island of Death gelernt, dass das geht? Auf jeden Fall ist es noch dazu ein perfekt erhaltenes schneeweißes Skelett. Die Gruppe wird dann von diesen Albinos, die in der Stadt wohnen, abgeholt. Und ganz ehrlich, diese Albinos wirken so ein kleines bisschen wie eine Mischung aus Pantomimen, Robin Hood und den 7 Zwergen. Einer aus der Gruppe meint, willkommen im Jahre 3000 vor Christus. Wieso? Gab es in den letzten 5000 Jahren irgendwie keine Weiterentwicklung unterirdisch? Nur weil die Leute quasi unter der Erde wohnen, konnte sie ihre Gesellschaft nicht irgendwie weiterentwickeln. Man konnte sie nicht, aber es ist irgendwie komisch. Generell könnte man irgendwie fragen, woher haben die das ganze Material für ihre Kleidung, für ihre Bauten, für ihr Essen? Naja, der Albino-Führer meint dann, in meinen Händen halte ich die heilige Waffe, den goldenen Strahl. Hört auf zu kichern, wir denken hier nicht zweideutig. Ist ja kindisch. Nein, vor allem, wenn dann der Kerl auch noch aussieht wie der Bösewicht aus Flash Gordon. Mit A. Unsere Leute sind den Albinos komischerweise nicht geheuer, weil vor allem, weil sie wahrscheinlich nicht so ausschauen. Sie sollen getötet werden, flüchten, entdecken dann aber, dass die Albinos kein Licht vertragen. Ein Albino wird besiegt, liegt am Boden. Einer aus unserer Gruppe meint, der Mangel an Sonne und ultravioletter Strahlung hat sie zu Albinos werden lassen. Ja, und der Kilo weiße Farbe im Gesicht hat möglicherweise auch ein bisschen dabei geholfen. Die Gruppe findet ein Arbeitslager, wo diese Maulwurfsmenschen undefinierbare Arbeit verrichten müssen, während sie von den Albinos permanent ausgepeitscht werden. Sie werden entdeckt, flüchten. Und der Kerl, der dann übrigens seit 20 Minuten von nichts anderem redet, als dass er nicht atmen kann, wird irgendwann einmal getötet. Der Albino-Chef lädt die Gruppe jetzt zu einem großen Mahl ein, zu einem königlichen Festfraß am Set von Texas Chainsaw Massacre. Könnte ich übrigens da einen Counter einblenden, jedes Mal, wenn ich bei Essen eine Reference zu Texas Chainsaw Massacre gemacht habe? Ich glaube, zahlen wir schon ein bisschen lang. Auf jeden Fall wollen sie jetzt die Leute gar nicht mehr vernichten, weil sie beherrschen ja die Kraft von Ishtars Licht. Also Taschenlampen quasi. Marcus aus Hatchet, nimm diesen. Nicht, dass man vielleicht sagt, ach nö, der Betrieb ist ein bisschen schwach. Futsch, gehen wir einfach ohne Licht durch den finsteren Wald. Wenn du dann zufälligerweise einfach in ein Loch im Boden stürzt und 3000 Jahre vor Christus landest, nachdem du 60 Meter gefallen bist und das natürlich überlebt hast, würdest du dir danken, wenn du eine Taschenlampe mit hättest.
Wow, das war, glaube ich, der blödeste Satz, den jemals ein Mensch irgendwann einmal von sich gegeben hat. Nehmen wir einfach die nächste Zeile ins Skript und machen wir weiter. Ihr lacht an der Stelle vielleicht, aber die Zeit, wo jemand eine Taschenlampe bedienen kann, als quasi der intellektuelle Höhepunkt einer Gesellschaft gefeiert wird, der wird noch kommen. Das Nachmittagsfernsehen begleitet die Ankunft des gehörnten Königs der Dämlichen, muss ich zugeben, schon seit längerem vor. Der trägt dann wahrscheinlich irgendwie eine Krone aus Früchten und ein Zepter und tanzt den XY-Beat. Nach dem Essen beraten sich dann übrigens die zwei Archäologen und der eine meint, diese Tunnelmonster werden uns sicher nicht helfen. Woraufhin der andere antwortet, warum auch? 5000 Jahre Sklaverei und geplante Entartung ließen Menschen zu Monster werden. Da ist keine Hilfe zu erwarten. Genau! Genau! Die haben sicher kein Interesse dran. Diejenigen, die 5000 Jahre lang versklavt wurden, gequält wurden, ausgepeitscht wurden, haben sicher null Interesse dran, sich an den Leuten zu rächen, die ihnen das angetan haben. Seit 5000 Jahren. Egal, ein Maulwurfsmensch flüchtet aus der Sklaverei, gräbt sich ein und tötet einen Albino. Warte mal, diese Gesellschaft lebt jetzt quasi seit 5000 Jahren lang unterirdisch. Und noch nie zuvor hat einer von den Maulwurfsmenschen gedacht, warte mal, unter der Erde können sie mich ja eigentlich nicht auspeitschen. Wupp, Wiedersehen, niemand! Und die Albinos haben sich auch nicht gedacht, wir könnten die Straßen asphaltieren, damit sich die Maulwürfe nicht eingraben können. Nein, man merkt, es gab wirklich, genauso wie die das gesagt haben, in den letzten 5000 Jahren keinerlei Weiterentwicklungen in dieser Gesellschaft. Auf jeden Fall stellen sich die Archäologen jetzt dann gegen die Albinos, die irgendwelche Maulwurfsmenschen zu Tode peitschen wollen, befreien die Maulwürfe. Ich muss echt sagen, die Maske, diese gummiartige Look von diesen Maulwurfsmenschen ist echt cool. Der Film dauert übrigens jetzt nur mehr 15 Minuten. Wir haben doch das komplette Finale vor uns, deswegen 2 Minuten lange Tanzeinlage. Warum nicht? Wir brauchen eine kurze Pause. Vielleicht mag Dr. Baxter noch ein bisschen was erklären. Egal. Dann schreiten irgendwelche Albino-Frauen in das Vorgängermodell des Klonschredders aus Cloud Atlas und werden gut durchgebraten wieder rausgetragen. Was? Ehrlich gesagt für 1956 ein durchaus harter Effekt ist. Die Albinos sind aber in der Zwischenzeit nicht mehr nur damit beschäftigt, das eigene Volk zu dezimieren. Nein, sie finden auch die Leiche des dritten Archäologen und wissen damit, dass die Menschen eigentlich gar keine Götter sind, sondern sehr wohl sterblich. Deswegen liefern sie ihnen auch vergiftete Pilze. Die Maulwurfsmenschen ziehen in der Zwischenzeit ihren Aufstand durch. Also sie graben sich quasi ein, damit sie nicht weiter ausgepeitscht werden können. Sache, die man vielleicht vor ein paar tausend Jahren schon einmal machen hätte können, aber egal, tauchen dann vor den Hohepriestern wieder auf und machen eine Party wie am Anfang von Wishmaster. Und ich muss echt sagen, diese Party, dieser Aufstand, diese Kampfszene ist wirklich unterhaltsam anzusehen und ist ein wirklich cooler Höhepunkt des Films. Alleine das, meiner Meinung nach, rechtfertigt den ganzen Film schon. Der Priester will dann vor allem die Bestien mit dieser Taschenlampe bezwingen. Blöderweise funktioniert sie nicht und deswegen schaut der Priester einfach selber rein. Ähnlich clever wie Luke Skywalker, der die gefährlichste Waffe des Universums in Händen hält und zuerst schauen muss. Darwin Award, die Nummer 458. Auf jeden Fall, nachdem die Albinos besiegt wurden, erkennen dann die Archäologen das Geheimnis von dieser Brutzelkammer, die zufälligerweise gerade nur ein quasi Schornstein oder so ist, wo das Sonnenlicht hineinscheint, nur der Love Interest von einem der Archäologen kann da drinnen überleben, weil... Warte mal, wie erklärt das der Film? Ach ja, genau, weil sie von Erdenbewohnern abstammt, anders als alle anderen, die dort unten sind, und deswegen das Licht aushält. Die Tatsache, dass sie Zeit ihres Lebens natürlich auch unterirdisch und fernab von jeglicher Sonne verbracht hat, macht offensichtlich gar nichts. Herrlich, sie können nach oben klettern und gerade als man sich dann noch fragt, das war jetzt schon ein bisschen unglaubwürdig, dass sie überlebt, wird sie sowieso von einer Säule erschlagen, quasi um noch zu sagen, ha, du dachtest, der Film hat ein Happy Ende, klonk. Und damit ist sie tot und der Film blendet The End ein und das war's.
In den Klauen der Tiefe ist wahrscheinlich nicht mein persönlicher Lieblings-Science-Fiction-Film aus den 50er Jahren, ist aber trotzdem ein durchaus unterhaltsames Stück amerikanische Filmgeschichte. Alleine das Intro von Dr. Baxter, die Masken der Maulwurfsmenschen und generell der Look auch von den Albinos ist wirklich unterhaltsam, ist wirklich witzig anzusehen. Die Story ist durchaus interessant. Ein paar kleine Längen gibt's zwischendurch, aber trotzdem hat der Film, finde ich, genügend unterhaltsame und witzige Momente, um den Zuschauer seine Laufzeit hindurch zu unterhalten. Vor allem das Finale kann sich dann wirklich sehen lassen. Für alle Fans der Galerie des Grauens und vergleichbarer Filme ist In den Klauen der Tiefe auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ganz besonders erwähnen an der Stelle möchte ich noch die deutsche Synchronisation des Films, die von Anolis damals für die Galerie des Grauens DVD erstellt wurde und jetzt natürlich auch auf der Blu-ray zu finden ist, die meiner Meinung nach absolut großartig ausgefallen ist und nicht nur über eine hohe Produktionsqualität verfügt, sondern auch den Charme der klassischen Science-Fiction-Horror-Monsterfilme der 50er Jahre finde ich wirklich gut einfängt. Für alle Fans des Genres ist also In den Klauen der Tiefe durchaus sehenswert und durchaus empfehlenswert.